Ja, Florian Alter so ganz hinten und Luca Grünwald ganz, ganz vorne. Vom Freudenberg Racing Team auf der Pole. Auch gleichzeitig die Generalprobe für seinen Start in der WM am Sachsenring. Ladislav Chmelik, Max Enderlein, das die erste Reihe. Und immer wenn die netten Damen das Feld in der Startaufstellung räumen, dann weiß man, es geht langsam aber sicher los. In der IDM ja die Moto3, also die Viertakter, wie Luca Grünwald sie auch einsetzen wird am Sachsenring. Und die 125 Kubikzentimeter Zweitakter kombiniert in einer Klasse. Der deutsche Nachwuchs zeigt sich international in allerbester Form. Luca Grünwald mit dem besten Start. Kampf mit Chmelik und Max Maurischat, dem Hamburger. Luca Grünwald setzt sich durch. Maurischat an Chmelik vorbei auf die zweite Position. Der großgewachsene Hamburger, ja, letztes Jahr siegreich bei den Junioren und jetzt in der 125er und Moto3 IDM in guter Position. Die erste Runde, eine Bilderbuchrunde von Florian Alt. Die Startnummer 66. Den Jungen muss man sich merken. Schon auf Platz 7 nach einer einzigen Runde. Drei Runden später, der 16-Jährige bereits auf Rang 3. Eine unfassbare Leistung. Hier geht Florian Alt an Chmelik, dem Tschechen, vorbei. Und ganz vorne auf einmal die Startnummer 95. Michael Eckelmeier. Wo war Luca Grünwald? Da war er. Technische Probleme. Die Kette hatte sich gelöst. Er hat es selbst versucht, eine kleine Reparatur vorzunehmen. Konnte weiterfahren, aber eben nicht ganz vorne. Pech für Grünwald also. Die Show machte der hier überholt. Florian Alt, unglaublich. Zwei Siege bei den Red Bull Rookies. Die Startnummer 66 übrigens, weil er ein großer Alex Hofmann-Fan ist. Und die Schwierigkeiten hinten im Feld, auch durch das Tempo von Flo Alt. Maximilian Kappler musste da raus. Und Florian Alt, er setzte wirklich um, was wie ein Traum, wie ein wagemutiger Traum klang. Die misslungene Generalprobe für Luca Grünwald für den Sachsenring, auch ein Thema. Aber das Thema schlechthin, die Energieleistung des Red Bull Rookies Cup Fahrers, der davon träumt, nächstes Jahr in der WM zu fahren. Und wenn er so weitermacht, dann sollte das klappen. Wir haben mit Michael Eckelmeier und Florian Alt gesprochen. Dann habe ich es auch probiert nochmal in der vorletzten Runde. Und allerdings ist dann mit den Überrundungen ein bisschen schwierig geworden. Und dann ist der Flo einen kleinen Vorsprung gehabt. Und dann ist es nicht mehr ausgegangen. Und dann habe ich den ersten Sieg praktisch einfach heimgefahren. Wo mir die Mechaniker angezeigt haben, dass ich 8 oder 10 Sekunden Vorsprung vor dem nächsten Zweitakter hatte, habe ich dann langsamer gemacht. Und letzte Runde habe ich dann nochmal versucht, ein bisschen schneller zu fahren. Hat auch geklappt. Und ja, war also für mich war es nicht anstrengend. Also die ersten zwei Rennen Rookies Cup waren anstrengend und jetzt war auch anstrengend, aber es hält es noch durch. Auch vor der Kamera ein abgezockter Medienprofi, Florian Alt. Applaus auch von Luca Grünwald. Großartig die Leistung des 16-Jährigen.